Organisierte Kriminalität ist eine Bedrohung, die angesichts der schwerwiegenden Ereignisse in Syrien und Irak und sonstigen Krisenregionen nicht in Vergessenheit geraten darf und nicht in Vergessenheit gerät. Strukturen der organisierten Kriminalität bedrohen Wirtschaft, auch Staaten. Sie können uns alle in ihrem Alltag betreffen. Und sie sind weltweit ein nicht zu unterschätzender destabilisierender Faktor. Wir konstatieren folgende Entwicklung. Bei vielen Straftaten, auch inzwischen bei Kfz-Kriminalität und Eigentumsdiebstahl, stellen wir Bezüge zu international organisierter Bandenkriminalität, eigentlich ist das organisierte Kriminalität, fest. Es verwischen sich die Grenzen deshalb zwischen dem, was man traditionell als organisierte Kriminalität und Vorfeld-OK oder Bandenkriminalität bezeichnet hat. Wir reden über Massendelikte, hinter denen sich professionelle Strukturen verbergen, die sich nur mit vergleichbaren Ermittlungsmethoden bekämpfen lassen wie die klassische organisierte Kriminalität. Im Jahr 2013 hatten wir rund 580 Ermittlungsverfahren. Das war ein Plus von 2%. Es wurden knapp 300 Verfahren neu eingeleitet. Auch das ist ein Anstieg um 7%. Wir haben einen Anstieg der Anzahl der Tatverdächtigen um fast 15% auf 9.100. OK-Gruppen verfügen heute über professionelle Strukturen. Sie agieren konspirativ. Sie sind international vernetzt. Und sie suchen sich stets neue profitable Tätigkeitsfelder, insbesondere natürlich auch im Internet. 78% der in Deutschland geführten Ermittlungsverfahren im OK-Bereich hatten internationale Bezüge, und zwar in 128 Staaten. Diese international agierenden Banden weisen Bezüge auf zu Italien, den Balkanstaaten, Rumänien, Russland, Georgien, auch den Niederlanden. Und beinahe immer sind deutsche Staatsangehörige beteiligt, etwa bei rund 40% der Tatverdächtigen. Die Täter kommen aus aller Welt. Insgesamt wurden über 100 unterschiedliche Nationalitäten registriert. Das ist eine große Herausforderung für unsere Polizeien, für die Staatsanwaltschaften und für die Gerichte, aber auch für andere Sicherheitsbehörden und für den Zoll. BKA, Europol, Interpol arbeiten seit Jahren international mit Partnern zusammen. Mit meinem französischen, meinem niederländischen, meinem polnischen Amtskollegen stehe ich hierzu in engem Kontakt. Das war auch Gegenstand meiner Reise, die ich gemeinsam mit meinem französischen Kollegen im Sommer nach Serbien und Albanien durchgeführt habe. Da ging es nicht nur um die Frage von Asylbewerbern und sicheren Herkunftsländern, sondern auch um Kampf gegen organisierte Kriminalität. Wir haben gegenüber beiden Regierungen Forderungen gestellt, aber auch Unterstützung zugesagt. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, vor denen wir beim Kampf gegen organisierte Kriminalität stehen, habe ich zu Beginn meiner Amtszeit das BKA beauftragt, ein neues Konzept zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu erarbeiten. Das Bundeskriminalamt, Herr Zierke und seine Mitarbeiter sind in engem Kontakt mit den Kollegen aus den Bundesländern. Die Neuausrichtung der organisierten Kriminalität wird ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit in dieser Legislaturperiode sein. Für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität braucht man nicht nur gute Zusammenarbeit, gute Polizeien und Staatsanwaltschaften, international Kooperationen, sondern wir brauchen auch die nötigen Instrumente zur Verfolgung der organisierten Kriminalität. Wir wollen die Geldwäschebekämpfung intensivieren. Wir werden den Rahmenbeschluss der Europäischen Union zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in deutsches Recht umsetzen. Und wir werden die Abschöpfung von Vermögen aus Straftaten vereinfachen. Wir wollen die organisierte Kriminalität da treffen, wo sie am meisten trifft. Und das ist durch die Entziehung des Geldes, was sie aus diesen Verbrechen erzielen. Wir haben bei all diesen Vorhaben keine Zeit zu verlieren. Mein Kollege Maas und ich haben vereinbart,
dass wir an diesem Vorhaben mit Hochdruck und zügig arbeiten. Ich möchte zu den einzelnen Phänomenen der organisierten Kriminalität einige Ausführungen machen. Zunächst zur Rockerkriminalität in Deutschland. Bundesweit von erheblicher Bedeutung. Circa 8.700 Mitglieder sind uns bekannt. Circa 850 davon wurden im Jahr 2013 wegen krimineller Handlungen registriert. Circa 4.000 weitere, meist jüngere Personen, gehören Rocker-ähnlichen Gruppierungen an, treten meistens im Rocker-Outfit auf, aber ohne Motorrad und sind in den Kriminalitätsfeldern der Rotlichtszene unterwegs. Räumliche Expansionsbestrebungen in den milieutypischen Geschäftsfeldern, Kriminalität im Nachtleben, Rauschgiftkriminalität, Gewaltdelikte sind zumeist Ursache für Konflikte rivalisierender Clubs und werden zum Teil sogar aus dem Ausland gesteuert, wie aktuell auch aus der Türkei. Strukturen von Clubs jüngeren Gründungsdatums haben ihre zuvor strengen Aufnahmerituale gelockert. Diese Gruppierungen, die verstärkt sogar den Intensivtäter anziehen, sind für polizeiliche Ansprachen wenig zugänglich. Sie bergen ein hohes Gefährdungspotenzial. Darüber hinaus wird vermehrt die Einbindung von Angehörigen von Rocker- oder Supporter-Gruppierungen in den Bereichen Erpressung bis hin zu Mordaufträgen beobachtet, die nur mittelbar Bezüge zu den Motorradgangs haben. Rockergruppen und rockerähnliche Gruppierungen bedürfen weiterhin einer intensiven Beobachtung. Durch präventive Maßnahmen lassen sich entstehende Strukturen frühzeitig erkennen und eine Eskalation häufig verhindern. Eine Null-Toleranz-Strategie gegen Rocker, das heißt Aufklärung, das heißt Kontrolle, das heißt auch vereinsrechtliche Verbote, ist der richtige Ansatz, das Phänomen zu bekämpfen. Zur italienischen Mafia, zur italienischen organisierten Kriminalität. Zahlreiche mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafia halten sich in Deutschland auf. 26 OK-Verfahren richteten sich gegen die Camorra, Cosa Nostra, Apulische OK und die 'Ndrangheta. Es wird ein ausgeprägtes Dunkelfeld illegaler Aktivitäten, die von der Verschmelzung mit dem legalen Wirtschaftsleben geprägt sind, in Deutschland vermutet. Circa 500 mutmaßliche Angehörige der italienischen organisierten Kriminalität sind in Deutschland gemeldet. Über die Hälfte gehören der 'Ndrangheta an. Seit Mitte der 90er Jahre sind in Deutschland ca. 300 hochrangige Mafia-Mitglieder festgenommen worden. Negativer Höhepunkt, das werden Sie erinnern, war der sechsfache Mord aus Rache auf offener Straße im Jahr 2007 in Duisburg. Auf europäischer Ebene hat Europol mit einem Analyseprojekt im Mai 2013 auf die erkannte Bedrohung durch die Mafia reagiert. Europaweit schließen wir uns stärker mit den einzelnen Staaten und Polizeien zur Bekämpfung gegen die Mafia zusammen. In Deutschland dominieren Mafia-Angehörige in den klassischen Betätigungsfeldern Kokainhandel, Delikte zusammen mit dem Baugewerbe, Kraftfahrzeugverschiebung, Geldwäsche und Steuerdelikte. Neue Geschäftsbereiche kommen hinzu, zum Beispiel Investitionen in erneuerbare Energien. Weiterhin sind intensive Bemühungen zur Aufhellung des vermuteten Dunkelfeldes erforderlich. Die Initiierung von Verfahren gegen diesen Personenkreis scheitert häufig daran, dass die Informationen aus Italien nicht ausreichen, um auf Basis deutschen Rechtsstrafverfahren einzuleiten. Die oft zitierte und vermutete Verschmelzung mit dem legalen Wirtschaftsleben kann daher in der Regel nicht nachgewiesen werden. Zur russisch-eurasischen organisierten Kriminalität. Erscheinungsformen und Strukturen organisierter Kriminalität durch Angehörige, insbesondere von früheren Nachrichtendiensten der ehemaligen Sowjetunion, sind in 30 Verfahren der organisierten Kriminalität in Deutschland 2013 registriert worden. Die Ermittlung zur Subkultur und Strukturen dieser russisch-eurasischen Kriminalität sowie zu Geldflüssen und Investitionen stoßen angesichts der straffen Organisation mit starker Abschottung nach innen wie außen an Grenzen. Voneinander isolierte Geschäftsfelder und ein notfalls mit Gewalt angewandtes Sanktionierungs- und Bestrafungssystem erschweren die polizeiliche Arbeit. Wirtschaftskriminalität in der Erscheinungsform russische Pflegedienste, die wiederholt Pflege- und Krankenkassen betrügen, oder europaweit agierende Strukturen kaukasischer Ladendiebe oder Einbrecher sind Phänomene, die überregional Bedeutung besitzen. Es besteht die begründete Vermutung, dass hinter teilweise einzeln auftretenden Kriminellen oder kleineren Banden eine kriminelle Organisation mit hierarchischen Strukturen steht. Schätzungsweise handelt es sich um bis zu 20.000 Kriminelle in Deutschland, in Brigaden organisiert, die den 22 ungekrönten Häuptern der Organisation, den sogenannten Dieben im Gesetz, folgen. Europaweite Strukturen dieser Tätergruppen weisen darauf hin, dass die organisierte Kriminalität gewissermaßen an der Haustür angekommen ist. Hinter scheinbar lokalen Kriminalitätsphänomenen stehen inzwischen international organisierte kriminelle Netzwerke.
Ein bemerkenswertes Beispiel, der Minister hat schon darauf hingewiesen, ist der Lotteriebetrug, der von Callcentern in der Türkei aus in Deutschland verübt wird. Im Jahr 2013 zielten wir weit über 1 Million überwiegend älterer Menschen in Deutschland, die dieser Form der organisierten Bandenkriminalität zum Opfer gefallen sind. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf 120 Millionen Euro. Zur internationalen Kraftfahrzeugkriminalität. Auch im Bereich der internationalen Kraftfahrzeugkriminalität sind abgeschottet und arbeitsteilig agierende Banden tätig. Mithilfe von Computerspezialisten werden Entwendungstools entwickelt, anschließend dazu passende Fahrzeuge gesucht und ins Ausland überführt. Die Spur führt häufig über das Baltikum bis nach Tadschikistan.